Thank you.
natürlich ein bisschen hinterher trauert und Fu Yu, die jetzt hier ihr Spiel in aller Ruhe aufbaut, selbst auch aus der Rückhandseite von Christine Lang früh rausgeht, selbst diesen Parallelwechsel gut hinplatziert. Komplett andere Spielerin, würde ich fast sagen. Jetzt auch aus der tiefen Vorhand Fu Yu deutlich früher sich hinbewegt. Dort eben auch die parallele Platzierung gewechselt. Sehr, sehr stark. Zu 0. Sehr gut, jetzt ein zweites Mal parallel nachgespielt und trotzdem wird Christine Lang hier vor allem dem etwas ja überhasteten Satzbeginn nachtrauern. So bauen sich dann mitunter solche großen Führungen auf. Aus Fu Yus Sicht natürlich ganz, ganz wichtig hier nach dem verlorenen ersten Satz einen sehr, sehr guten Starten in den zweiten Satz zu bekommen. War auch insgesamt deutlich aktiver nach dem Aufschlag, hat sich besser in die Vorhand bewegt. Also wie gesagt, eine komplett andere Spielerin als im ersten Satz. Und wann immer es zu dieser Rückhand-Rückhand-Situation kommt, dass eben quasi da Christine Lang diesen ersten Ball mit der Rückhand gut übersteht, dann macht Christine Lang auch immer wieder gute Punkte. Nur noch 4-8. Wir haben das gestern bei den Herren öfter gesehen, wie schnell Spiele, wie schnell Sätze in die eine oder andere Richtung kippen können. Hat Christine Lang etwas Glück. Ja, für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell. Ich meine, der Block von Fu Yu ist sicherlich auch sehr, sehr aggressiv. Geht so ein bisschen seitlich in die tiefe Rückhand von Christine Lang. Und zwischendurch ist es einfach nötig, da so ein bisschen mehr auch Bogen zu spielen, in den Ball zu gehen dabei gleichzeitig. Denn dieses Penholder-System profitiert natürlich immer wieder auch von der Geschwindigkeit, dass er vom Gegner bekommt. Und da sieht man natürlich Fu Yu, die den Block sehr, sehr gut steuert. Und auch immer wieder jetzt diese kleinen Rückschlagfehler, beziehungsweise im positiven Sinne gesprochen Aufschlagpunkte von Fu Yu. Sehr, sehr stark gespielt. Ich denke, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, Fu Yu ist gut eingestellt gewesen auf diese frühen Wechsel in die Vorhandseite. Die Frage ist, ob Christine Lang dieses Rückhand-Rückhand so aufbauen kann, dass sie nicht nur automatisch festspielt, zwischendurch etwas mehr Bogen in die Rückhand spielt, um dann eben ihrerseits diesen Wechsel in die Mitte und in die Vorhandseite vorbereiten zu können. Und dann darf sie natürlich nicht selbst zu viele Fehler im Aufschlag-Rückschlag-Bereich machen, muss quasi diesen Rückschlagbereich überstehen, um dann in die Ballwechsel hineinzukommen. Wohl wissend, dass Christine Lang selbst auch dazu neigt oder sehr, sehr gerne den Ballwechsel früh beendet. Bin mal gespannt, mit welcher Taktik Christine Lang jetzt diesen dritten Satz beginnt. Fu Yu insgesamt kann jetzt mit ihrer Leistung im zweiten Satz sehr, sehr zufrieden sein. Hat sich da deutlich besser, deutlich aggressiver bewegt. War selbst auch nach ihrem Aufschlag deutlich aktiver. Ist eben auch umgelaufen, hat Vorhand aus ihrer Rückhandseite gespielt. Also hatten wir bisher zwei völlig verschiedene, zwei völlig unterschiedliche Sätze. Wollen wir mal schauen, welche Spielerin jetzt besser aus den Startblöcken kommt. Ja, da verzieht Fu Yu etwas das Gesicht. Der Schupf in die tiefe Vorhand, der behagt ihr nicht immer. Jetzt deutlich besserer Start wieder.
Es geht ja darum, nicht nur den ersten Ball zu spielen, sondern schnell genug zurückzukommen, schnell genug die Hand zurückzunehmen, um den zweiten Ball dann vielleicht mit etwas mehr Rotation spielen zu können. Sehr gut nach vorne gegangen hier von Christine Lang. Sehr, sehr gute Beinarbeit nach dem ersten Ball in die tiefe Rückhand und dem etwas kürzeren Ball dann sauber nach vorne gekommen. Technisch sehr gut gespielt. Hat hier eine sehr gute Qualität, guten Handgelenkeinsatz auf den ersten Ball. Und hier sucht Fu Yu jetzt hier in diesem dritten Satz ein wenig noch nach ihrem Winkel. Ja, jetzt der erste Rückschlagfehler von Christine Lang. Ist ja auch durch die Fallgeschwindigkeit des Balles. Fu Yu wirft den Ball sehr hoch an. Sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wie viel Rotation im Ball ist. Aber sobald sie das gut kann, Christine Lang, sobald sie das gut einschätzt und in die Ballwechsel aus dem Rückhand-Rückhand kommt, ist sie hier im dritten Satz wieder sehr, sehr dominierend. Christine Lang hat das ja bisher ganz gut geschafft, am Anfang jetzt auch mal den Schupf in die tiefe Vorhand von Fu Yu zu platzieren, immer wieder etwas variabel zu sein. Hatte das jetzt auch hier versucht. Und Fu Yu vor allem im Rückschlagbereich gegen den Rückhandaufschlag von Christine findet da nicht den wirklichen Winkel, macht den einfachen Flip in die Rückhand, sodass Christine Lang direkt dort beschleunigen kann. Ist tatsächlich auch in dieser Rechts-Rechts-Situation nicht ganz leicht, hier die Aufschläge parallel zu platzieren. Deswegen ist es natürlich immer eine gute Idee, auch wie Christine Lang gezeigt hat, den Rückhandaufschlag einzusetzen. Sehr stark aber jetzt hier gelaufen. Sehr, sehr gut. In der tiefen Vorhand gar nicht so fest zurückgespielt. Etwas einen höheren Bogen hinbekommen. Und Christine Lang macht das ganz, ganz klar. Spielt das quasi im Block frei gegen die Rückhand von Fu Yu. Und probiert immer wieder zu variieren, bis sie die Möglichkeit hat, eben dann selbst in die Vorhand zu wechseln. Sieben zu vier Führung. Ja, guter Rückschlag jetzt. Die Mitte ganz gut getroffen. Der Ball stoppt ein klein wenig. Und hat sich Christine Lang dann ein klein wenig verschätzt. Ist ja so ganz entscheidende Geschichte, dass man immer wieder nicht nur darauf achtet, rechts, links zu laufen, sondern den Weg nach vorne gut einschätzen kann, mit kleinen Schritten sich zum Ball bewegt. Da hat sie aus meiner Sicht eine Chance ein bisschen liegen lassen. Der Aufschlag, der kam relativ hoch über das Netz. Wenn sie ein Tückchen weiter nach vorne gekommen wäre, wäre das eine Möglichkeit, direkt den Aufschlag mit dem Flip zu attackieren. Und da war wieder der Schupf in die tiefe Vorhand. Das zweite Mal. Ja, und diesen Extraschritt, den mag Fu Yu nicht. Sobald sie dort etwas überraschend angespielt wird, nimmt sie dort den Ball aus meinem Gefühl etwas zu spät. Schon der zweite direkte Fehler hier. Jetzt aber ein schlechter Aufschlag von Christine Lang. Ist ja wie gesagt ein guter Aufschlag, der Rückhandaufschlag. Vor allem eben kurz in die Vorhand. Nicht ganz leicht für Fu Yu, diesen Aufschlag gut kontrolliert zurückzuspielen. Jetzt wechselt Christine Lang, kommt mit dem Vorhandaufschlag. Immer wieder diese relativ aggressiven Schubs in den Mittelbereich. Jetzt hat sich Christine Lang zwar den Schritt zur Rückhand gestellt, aber hat den Schupf dann doch noch etwas unterschätzt. Etwas mehr Bogen wäre hier wichtig gewesen. 8 zu 8 in der Zwischenzeit. Fu Yu hat sich hier herangekämpft. Ganz, ganz offenes Spiel. Kommt nochmal der Schupf in die Vorhand?
Sehr gut, sehr, sehr stabil jetzt gespielt von Fuyu in diese Rückhand-Diagonale. Hat sie Christine Lang selbst in die tiefe Rückhand platziert, musste so die Rückhand neben dem Körper spielen und hat so die Kontrolle etwas verloren. Ja. 10:8 nach diesem Rückschlagfehler von Christine Lang. Sehr, sehr gut zurückgekommen. Fuyu. Christine Lang muss jetzt 2 Satzbälle abwehren. Den ersten wehrt sie sehr, sehr stark ab. Dieses Mal mit der Rückhand neben dem Körper. Da hat sie diesen kleinen Schritt noch nach links gemacht. Hat eine etwas bessere Position bekommen. Konnte den Rückhandball noch gut kontrollieren. Nur noch 10:9. Und diesmal mit der Rückhand parallel. Zweimal sehr, sehr stark die Satzbälle von Fuyu abgewehrt. Christine Lang gibt sich noch lange nicht geschlagen. Jetzt bin ich gespannt, welche Aufschlagvariante Fuyu hier wählt. Wird es der lange Aufschlag sein? Schwer einzuschätzen, extrem mit Unterschnitt variiert. Wie gesagt, durch den Ballanwurf hat der Ball dann durch die Fallgeschwindigkeit noch etwas mehr Schnitt, als man vielleicht einschätzt. Dritter Satzball. Und Christine Lang denkt sich, was du kennst, kenne ich auch. Mit viel Unterschnitt wollte Fuyu vielleicht einen kurzen Rückschlag spielen. 11 beide. Und dieses Mal hat Christine Lang zwar versucht, den Schub in die tiefe Vorhand zu platzieren, aber der Winkel war nicht groß genug, hat ja mit der Rückhand versucht, den Schub parallel zu spielen. Damit Fuyu nicht genug weit herausgedrängt aus dem Tisch. Diesmal ein einfacher Ball von Fuyu. Sehr stark. Sehr stark, da habe ich sie eigentlich schon die Balance verlieren sehen. Ist gut in die Vorhandseite gekommen, aber vor allem sehr, sehr schnell dann wieder zurück in die Rückhand. Hat Fuyu dann doch etwas überrascht, dass sie den Ball mit so einer guten Qualität noch nachspielen könnte. Nächster Satzball abgewehrt. Und jetzt erkämpfte sich ihrerseits ihren Satzball. Christine Lang sehr, sehr gut aufgepasst auf den langen Aufschlag. Etwas zu sehr vielleicht in die Rückhandseite aus Fuyus Sicht platziert. Wie dem auch sei, Satzball für Christine Lang. Und da wollte sie eigentlich den Wechsel parallel ansetzen. Und ich hatte auch das Gefühl, Fuyu hätte schon ein klein wenig die Seite aufgemacht. Versprang der Ball ein klein wenig. Satzball abgewehrt. Und da war ich jetzt selbst überrascht. Fuyu ist ja eigentlich bekannt dafür, dass sie im ersten Ball dann sofort mit Spin versucht zu agieren. Hier hat sie sich, glaube ich, ein klein wenig verschätzt. Der Vorhandschuss nicht unbedingt ihr typischer Ball nach eigenem Aufschlag. Und der Ball lag. Da hat sie selbst gesehen, dass das eine Riesenchance war, den Ball eben parallel zu Ende zu spielen. Hat der klein bisschen der Schritt nach vorne gefehlt. Wie gesagt, im modernen Tischtennis ja nicht nur wichtig, gut rechts, links zu laufen, sondern immer wieder den Schritt nach vorne zu suchen. Sehr stark jetzt. Und jetzt hat man gesehen, wie sie diese Schritte rechts, links gut gemacht hat. Den ersten Ball gut mit Rotation angefangen hat, aber vor allem auch den Schritt danach zurück in die Rückhandseite gut verfolgt hat. Sehr, sehr gute Verbindung hier. Und nochmal eine Chance. Da ist sie vielleicht ein klein wenig überhastet gewesen. Ich denke, auch die Platzierung war gut. Da hat jetzt dieser Weg nach vorne wieder gefehlt.
Und jetzt aber auch Fuyu, die so ein klein wenig wackelt, die eigentlich, wenn man so den Ball ins Netz schlägt, ein bisschen zu wenig die Beine eingesetzt hat, um den Hub, um den Bogen zu bekommen. Und den hat sie sensationell geblockt. Das ist ja die Qualität, die Stärke von Fuyu. Auch immer wieder mit der Rückhand den Tempowechsel zu schaffen. Quasi seitlich den Ball etwas abzustoppen. 16 beide. Ja, da zeigt sie selbst an, hätte sie bevorzugt, den ersten Ball eben über die Rückhand zu spielen und danach den parallelen Wechsel. Ist immer so ein schmaler Grat. Man will natürlich den ersten Ball direkt verwerten. Wahnsinn! Dreimal hintereinander parallel, sehr, sehr gut. So steht's im Lehrbuch. Mit einer guten, kurzen Bewegung nachgespielt, auch gar nicht den Weg zurückgesucht. Sehr gut die Geschwindigkeit aufrechterhalten. Keine Chance für Fuyu. 17 beide. Wir nähern uns wieder den Sätzen bis 21. Ja, immer wieder diese Platzierung in diese Mittelbereiche, wo Christine Lang genau überlegen muss, spielt sie den Ball mit Vorhand, spielt sie den Ball mit Rückhand. Christine Lang bevorzugt ja eigentlich den Schritt in die Mitte, um von dort eben mit der Rückhandseite anzufangen. Und jetzt, ich will nicht sagen, ein etwas einfacher Fehler, aber der Ball, der steht, ja, sie zeigt es, sie ist dann nicht so ganz zufrieden mit der Auswertung ihrer Chancen. Man darf ja nicht vergessen, das Spiel ist wirklich hin und her gewogt, 10-8 für Fuyu und dann immer wieder wechselnde Satzbälle. Wird sich Christine Lang trotzdem ärgern, dass sie dann nicht einen dieser Satzbälle genutzt hat. Trotzdem sehr, sehr gutes Spiel aus meiner Sicht von beiden und gleichzeitig haben beide auch immer wieder kleine Bälle liegen lassen, immer wieder auch mal einen einfachen Fehler eingestreut. Ich hatte ein paar Mal schon das Gefühl, das ist jetzt der Ball von Christine Lang und ein paar Mal hat dann eben einfach auch Fuyu einen relativ vermeidbaren Fehler gemacht. Trotzdem viele sehr, sehr gute Ballwechsel und ein sehr, sehr spannendes Match bislang. Zwei zu 1 Satzführung, Fuyu. Ganz, ganz enger dritter Satz eben. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie Christine Lang diesen knappen Satzverlust eben gerade verkraftet. Muss ja alles dafür tun, um eben ja einfach ihre Mannschaft, ihr Team Kolbermoor hier im Spiel zu halten. Hier in Pforzheim im Final Four der Damen, wo es darum gilt, den deutschen Pokalsieger 2020 zu finden. Eins zu eins, Fuyu als European Games Siegerin. Natürlich hier, ja, ich will mal sagen, zumindest favorisiert. Wobei Christine Lang ja schon öfter bewiesen hat, gerade gegen Penholder-Systeme sehr, sehr gut zurechtzukommen. Immer wieder diese etwas höheren Bälle in die Rückhand. Das ist für Fuyu sicherlich eine große Aufgabe. Ist ja eigentlich nicht schnell genug, um dort mit der Vorhand umzulaufen. Ist mehr so der Typ, der dann mit der Rückhand das Spiel gut versucht zu kontrollieren. Wenn der Schub vor allem mit der Vorhand von Christine Lang in die tiefere Vorhand kommt, das ist für Fuyu wirklich ein schwieriger Ball. Da fehlt auch so ein kleines bisschen die Spritzigkeit in der tiefen Vorhand. 4 zu 2. Sehr, sehr guter Start. Ähnlich wie das ja im ersten Satz gewesen ist, den sie Christine Lang sehr, sehr gut kontrolliert. Im zweiten Satz dann ja eigentlich
deutliche Niederlage für Christine Lang, bevor im dritten das Spiel wirklich dann hin und her wogte. Starker Ball, aber dieser Ball parallel dagegen ist kein Kraut gewachsen, keine Chance, diesen Ball noch zu retournieren. Starker Ball von Fuyu. Ja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, der Rückschlag mit der Rückhand als Schupf parallel, der ist eben dann doch nicht ganz so weit draußen. Diesen Ball kann Fuyu dann oft noch mit viel Rotation spielen. Nicht ganz leicht, diesen Ball dann gegenzuziehen. Christine Lang hier aus meiner Sicht macht ein gutes Spiel. Ein paar Chancen, die sie vielleicht aus Kolbermoorer Sicht leider nicht genutzt hat. Ja, Fuyu, die ja eigentlich dieses Spiel aus dieser Rückhandseite mit dem Wechsel in die Vorhand gut aufgebaut hat. Ganz klug von Christine Lang hier, den Ball gar nicht so fest zurückzuspielen, sondern mit einem höheren Bogen, mit einer guten Länge zurück in die Rückhand. Das ist für eine Blockspielerin wirklich sehr, sehr schwierig zu kontrollieren. Sechs zu fünf jetzt hier, nach diesem guten Spin. Aus der Mitte. Immer wieder dieser gefährliche, hochgeworfene Vorhandaufschlag. Ja, das ist so ein bisschen in der Situation nach dem hochgeworfenen Vorhandaufschlag. Der Schupf in die Rückhand. Und wenn dieser Schupf nicht lang genug, nicht aggressiv genug ist, dann ist es natürlich immer ja so ein bisschen eine einfache Beute für Fuyu. Das hat sie schon ganz, ganz früh gelernt, nach ihrem Vorhandaufschlag aus der Rückhandseite aggressiv mit Vorhand zu punkten. Ja, und jetzt muss Christine Lang da aufpassen, genau. Und auch völlig korrekt nach der 6:4 Führung hier von ihrem Trainer Michael Fuchs. Die Auszeit muss natürlich schauen, dass sie eben den Kontakt weiterhält. Macht hier, wie gesagt, bislang ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die amtierende European Games-Siegerin. Muss aber dabei schauen, dass sie eben einmal selbst auch ihre Chancen optimal nutzt. Immer wieder auch versucht, mit viel Rotation Fuyu zu beschäftigen. Und dann sich selbst den festen Ball raussucht. Und hier vor allem eben aus der Rückhandseite rauskommt. Fuyu ihrerseits jemand, der versuchen muss, Christine Lang auch mehr in diesem Mittelbereich anzuspielen. Rückhand, Rückhand aus meiner Sicht hat Fuyu schon eine große Aufgabe gegen Christine Lang. Da kann Christine Lang wirklich auf Augenhöhe agieren. Und der Eröffnungsfehler, der wird Christine Lang hier wehtun. Nach der 6:4 Führung hilft auch das Timeout nicht. 4 Punkte in Folge für Fuyu, die jetzt mit eigenem Aufschlag die Chance hat, die Führung noch weiter auszubauen. Und das macht sie ein ums andere Mal mit dem Aufschlag mit viel Unterschnitt, den Christine Lang hier etwas unterschätzt hat. Und nochmal den Vorhandschuss. Da war sie auch wieder ein kleines bisschen zu weit weg. Wie gesagt, ja eigentlich nicht unbedingt ihr Lieblingsball, sondern da ist es mehr der Topspin mit viel Rotation. Und da ist sie wieder dran, Christine Lang. Sehr, sehr gut mit der Rückhand. Und das spürt nicht nur Fuyu, sondern auch Irina Palina, die Trainerin von Berlin Eastzeit, nimmt hier diese Auszeit. Beide Coaches wissen natürlich jetzt, dieser vierte Satz ist natürlich eine ganz, ganz entscheidende Situation. Natürlich will Fuyu jetzt, nachdem sie 6:4 zurücklag, dieses Spiel, diesen Satz natürlich hier nach Hause bringen und damit Berlin 1:0 hier im Final Four in Pforzheim die Führung sichern. Christine Lang, ihrer Satz, weiß, dass sie natürlich jetzt nach wie vor noch ihre Chancen hat, vielleicht auch nochmal
mit einer guten Rückhand, gut platziert in Mitte oder in die tiefe Rückhand, das Ganze versuchen muss, zum 9-9 zu bringen. Ich denke, Fu Yu wird in erster Linie gesagt bekommen, okay, versuche ganz ruhig zu bleiben, versuche das Spiel eben weiter so zu steuern. Ich bin gespannt auch, für welchen Aufschlag sich Christine Lang hier entscheidet, ob es nochmal der Rückhandaufschlag ist. Geht zum Vorhandaufschlag. Und hat sich für den richtigen augenscheinlich entschieden. Immer beide Spieler, immer wieder Schwierigkeiten mit dem extrem unterschnittenen Vorhandaufschlag. 9-beide. Und sehr langer Schupf. Ich glaube, da hat Fu Yu sogar ein bisschen gehofft, dass der Schupf zu lang wäre, dass er eben außerhalb des Tisches landen würde. Satzball für Christine Lang. Stark und nicht nur den Ball zurückgespielt, sondern selbst noch ein klein wenig beschleunigt mit der Rückhand. Aus dieser Rückhanddiagonal, die ja beide Spieler lieben. Jetzt sehr, sehr gut von Fu Yu den Satzball abgehört. Und hat sie ein klein wenig Glück, obwohl die Platzierung auch gestimmt hat. Gut diesmal in die Mitte gewechselt. Hebt hier die Hand. Tischtennis ja ein extrem fairer Sport. Gut den Wechsel in Mitte. Vielleicht das Glück des Tüchtigen. Nächster Satzball für Christine Lang. Und den nimmt sie dieses Mal. Ausgleich zum 2-2. Da hat man gesehen, wie wichtig es ist, dass der Schupf eben eine sehr, sehr gute Länge hat. Fu Yu etwas überrascht, hat den Topspin einen Tick zu kurz getroffen. Der sprang hoch ab und dort sehr, sehr sauber, so wie es im Lehrbuch steht, den Schritt nach vorne von Christine Lang und nutzt so ihren nächsten Satzball. 2-2, alles offen. Sehr, sehr gutes, sehr, sehr spannendes Spiel. Vor allem interessanterweise auch immer wieder mit Serien. 4 Punkte in die eine oder 4 Punkte in die andere Richtung. Also Fu Yu und Christine Lang, beide schenken sich hier nichts. Christine Lang unterstreicht einmal mehr, dass sie natürlich in der Lage ist, gegen Penholder-Systeme sehr, sehr gut zu spielen. Mit ihrer sehr, sehr starken Rückhand, mit ihrer Fähigkeit von beiden Seiten Penholder-Spieler unter Druck zu setzen. Und Fu Yu, die natürlich immer wieder weiß, mit ihrer ganzen Erfahrung die Aufschläge zu variieren, selbst eben mit ihrem Rückhandblock sehr aggressiv das Spiel noch zu beschleunigen. Die Frage ist, ob sie schnell genug ist, um auch immer wieder auf die lange Schubs von Christine Silbereisen, die so ein bisschen der Schlüssel zu diesem vierten Satzgewinn waren, ob sie auf diese Bälle entsprechend gut reagiert, nicht im Rückwärtsgang das Ganze spielt, damit die Bälle nicht zu kurz werden, sondern mit einer hohen Qualität in der Vorwärtsbewegung den Ball spielen kann. Sehr, sehr spannende Geschichte. Satz Nummer 5. Fehlaufschlag. Auch das passiert so einer herausragenden, ja, ich will mal sagen, Aufschlagspezialistin wie Fu Yu. Ist natürlich auch ein klein wenig nervös. Ist doch hier ihr erstes großes Finale in Deutschland. Und hat man es wieder gesehen. Auf den Schupf, der diesmal einen Tick kürzer war. Mit viel Rotation, gutes Handgelenke eingesetzt. Hier der Eröffnungsfehler von Christine Lang ist ja durch ihre Rückhandlastigkeit schon ein bisschen gezwungen, den Weg in die Mitte auch zu gehen, um dort mit Rückhand zu eröffnen. Zweiter Eröffnungsfehler, das ärgert sie natürlich. Ist natürlich auch einfacher von außen gesehen. Die Schubs sind schon mit einer sehr hohen Qualität von Fu Yu gespielt. Eigentlich gut reagiert von Christine Lang.
Aber gut zurückgekommen auch von Fuyu. Spielt den Ball nochmal weiter. Und trifft jetzt auch den ersten. Ich will mal sagen, Vorhandschuss. Hat sich also gar nicht jetzt zu sehr die Seite aufgemacht und die Bälle etwas tiefer fallen lassen, sondern etwas früher genommen. Im direkten und frontalen Kontakt. Und damit 5:1 Führung. Kann Christine Lang hier nochmal zurückkommen? Ja. 6:1, sehr, sehr gut platziert jetzt. Die Mitte verändert sich ja ein klein wenig, je nachdem, wie man sich als Spielerin hier bewegt. Und hat Fuyu gesehen, dass Christine Lang schon sehr in der Mitte wartet und hat den Ball noch etwas weiter rausgespielt. Aber Christine Lang kämpft, probiert dran zu bleiben. 2:6, jetzt will es darum gehen, wie übersteht Christine Lang die Aufschlagserie von Fuyu. Eigentlich kein schlechter Schupf. Trotzdem den Topspin gut gespielt. Hat sie vielleicht sogar ein bisschen erwartet, den Schupf dort in die Vorhand. Ja, und jetzt hat man es auch gesehen. Gar nicht so fest gespielt, der Ball, aber mit enorm viel Rotation. 8:2. Ja, und 2 direkte Rückschlagfehler. Also Christine Lang ist noch dabei. Muss sich einmal jetzt etwas Gutes einfallen lassen. Bei den Rückschlägen gegen Fuyus Aufschläge. Frage ist, ob das vielleicht jetzt nochmal der Schupf in die tiefe Rückhand sein könnte. Ganz, ganz starker Ball. Das ist eine ganz hohe Qualität gewesen. Er hat sie ganz weich getroffen. Mit extrem viel Rotation. Keine Chance. Ganz starker Ball von Fuyu. Und da erkämpfte sich die ersten Matchbälle. Und das wird gefühlt richtig schwer für Christine Lang, hier noch einmal zurückzukommen. Und den ersten wehrt sie ab. Fuyu vielleicht ein bisschen zu überhastet, den Weg in die Parallele gesucht. Sehr gut nochmal nachgespielt. Mit diesem Rückhandaufschlag, wenn sie ihn gut kurz kontrollieren kann, hat Fuyu das ein oder andere Mal so ihre Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt kann Fuyu mit ihrem eigenen starken Aufschlagspiel das Spiel nach wie vor zumachen. Sehr gut parallel gewechselt, Christine Lang hier. Und die ist und die bleibt noch im Spiel, bleibt fokussiert. Wir haben ja auch häufig schon die Spiele extrem kippen sehen. Trotzdem noch 3 Matchbälle für Fuyu. Und hat sie ein klein wenig das Glück des Tüchtigen, hat den Schupfball in die Vorhand zwar etwas zu spät genommen, aber durch den Ball, der dort an die Netzkante geht, blieb dieser Topspin für Christine Lang ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Und Fuyu nutzt ihren Matchball und bringt Eastside Berlin mit 1:0 in Führung. Christine Lang hier mit einem starken Spiel aus meiner Sicht wird ein kleines bisschen dem dritten Satz hinterher trauern, wo sie zwar einige Satzbälle abwehrte, aber am Ende dann ihrerseits 1, 2, 3 Satzbälle nicht nutzen könnte. Am Ende anstatt einer 2:1 Führung 2:1 zurücklag, zwar den vierten Satz noch gewinnen konnte, aber in diesem fünften Satz doch am Ende immer Fuyus Führung hinterher lief. 1:0 für Eastside Berlin. Und wir sind gleich wieder da
mit Match Nummer 2.